Psst, Leute, ganz leise. Ich habe die PlayStation. Ich bin jetzt hier in dem Haus eingebrochen, habe die PlayStation geschnappt und ich hoffe, ich komme jetzt hier weg. Also ich hau jetzt hier durchs Fenster ab und ja, dann sehen wir uns gleich. Hallo Freunde der gepflegten virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und ja, wie ihr schon gesehen habt, die PlayStation ist mein und ich bin entkommen, also kann nichts mehr schief laufen. Ja, wie ihr seht, wir zocken heute Chief Simulator VR und ja, wir sind darin ein Dieb und müssen in Häuser einbrechen. Wir haben verschiedene Werkzeuge, die wir uns freischalten können, um das zu bewerkstelligen. Die Leute haben einen wirklichen Tagesablauf, den wir ausspionieren können. Habe ich jetzt so nicht gemacht, aber kann man machen. Und das wird auch angezeigt. Wir haben so ein Tablet, da werden die wichtigsten Daten angezeigt. Man kann Infos kaufen zu den ganzen Häusern, wenn man da keinen Bock drauf hat, das Ganze auszuspionieren. Da kriegt man Tipps und so weiter. Also man kann da echt viel machen. Man kann Kletterhandschuhe freischalten, verschiedene Dietriche, einen Glasschneider, dass alles leiser vonstatten geht und ja, also echt viel möglich. Ich habe jetzt mal so euch einen kleinen Einblick verschafft in das Game, also es ging jetzt noch nicht weit. Ich habe zuletzt, glaube ich, den Dietrich freigeschaltet, damit habe ich ein bisschen hantiert und ja, aber mir hat es Spaß gemacht, auch wenn ich nicht immer erfolgreich war, also ich bin auch schon mal geschnappt worden von der Polizei. Ja, wir können auch mit dem Wagen fahren. Das ist natürlich ein bisschen, ja, sag ich mal, Motion Sickness anfällig für die Leute, die da Probleme haben. Bei mir ging es jetzt, aber man merkt schon, dass es ein bisschen, ja, komisches Gefühl ist. Also hatte ich auf jeden Fall. Das Spiel ist momentan noch sehr hardwarehungrig, aber da sollte jetzt bald ein Patch rauskommen, der das Ganze fixt. Und ja, also es war spielbar, aber ja, ich habe auch jetzt auf meinem neuen PC gespielt, der natürlich auch momentan noch aktuell ist. Und ja, 1080 Ti Grafikkarte, das ist nicht die aktuellste, aber war jetzt kein Problem beim Autofahren, hat man es ein bisschen gemerkt, dass es ruckelte. Aber ansonsten lief das echt ganz gut. Ich würde sagen, wir ziehen uns mal die Steam-Seite rein und ja, hier sehen wir uns auch schon. Werde ein Dieb in VR, spüre den Thrill bei Diebstählen einer frei zugänglichen Sandbox. Nutze Brechstangen und Hightech-Geräte. Verstecke dich vor der Polizei oder fahre einfach wie ein Verrückter mit deinem Wagen. Ja, mit dem Wagen bin ich abgehauen. Mal erfolgreich, mal nicht erfolgreich. Und ja, man kann sich wohl auch verstecken. Also ich habe da so eine Tonne gesehen, das habe ich jetzt gar nicht probiert. Aber da kann man sich dann wohl auch vor den Bullen verstecken. Darf ich Bullen sagen? Weiß ich gar nicht. auf jeden Fall ist da vieles möglich. Hier sehen wir, ich glaube, der hat schon diese Kletterhandschuhe, die man freischalten kann. Also man kann über kleine Zäune oder so noch gar nicht klettern. Ich weiß nicht, ob das dann mit diesen Handschuhen geht. Und ich kann mir vorstellen, dass ich da auch mal gerne einen Livestream von mache, wenn der nächste Patch mal rauskommt. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt es einfach unter die Kommentare. Und dann machen wir da mal gerne einen Livestream von, wenn ihr denkt, ja, ein Tupac mal dabei zu beobachten, wie er so einbricht. Ja, schreibt es einfach rein. Ist für die ganzen Brillen, für die gängigen Brillen, Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, VMR-Brillen, läuft das Spiel. Ich habe es jetzt auf der Valve Index gezockt, hat sogar Finger-Tracking, was super funktionierte. Und ja, das dazu. Erscheint morgen, am 12. November. Preis weiß ich jetzt leider nicht. Und ja, Ton ist Englisch, aber sonst in mehreren Sprachen verfügbar, wie ihr hier seht. Also da wird keiner Probleme haben, das zu verstehen. Ja, das war es eigentlich schon mit der kleinen Vorstellung hier. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gameplay. Los geht's! So Leute, willkommen in unserer Gauner-Werkstatt beim Chief Simulator VR. Und ja, ich habe schon mal eine Tutorial-Mission gespielt, um mal zu schauen, wie das Spiel so funktioniert. War jetzt keine tolle Mission, von daher beginnen wir direkt mit der zweiten Mission hier. Aber das ist jetzt unsere Werkstatt, von der wir aus alles planen und so weiter. Und wir können hier verschiedene Sachen auch freischalten. Hier wird uns angezeigt Elektronikstufe 1, Hacking-Werkzeuge. Also das können wir noch nicht, ist noch abgeschlossen. Da unten ist eine Werkbank, da müssen wir gleich mal schauen. Hier haben wir ein Bett. Da können wir immer wieder schlafen nach irgendwelchen Missionen. Hier wird uns jetzt eine gelbe Raute angezeigt. Das heißt, wir sollen direkt mal hier hingehen und mal am Computer was checken. Also wir sind noch immer in so einem kleinen Tutorial, sage ich mal.
Ja, Finger-Tracking ist komplett auch vorhanden mit dem Valve Index Controllern. Wie ihr seht, das können wir den Bullen gleich zeigen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal zum Computer und schauen mal, was der Typ von uns will. Here you can buy secrets. Hot tips on what's where, who's guarding it, who leaves the door unlocked, whatever. Check out what I wrote on Greenview 109. Okay, hier können wir uns immer informieren, was für Sicherheitsvorkehrungen und so weiter die Häuser immer haben. Und ja, das kostet jetzt momentan noch nichts. Ein tolles Forum, Steal Your Forums. Es ist einfach, den beschädigten Zaun hinter dem Haus kaputt zu machen. Gut zu wissen. Der alte Fernseher ist ein bisschen was wert. Okay. Ersatzschlüssel in der Schublade. Right. Das Haus steht die ganze Zeit leer. Na, jetzt haben wir eigentlich alles, was wir wissen müssen. Also wir können den Zaun kaputt machen, um da reinzukommen. Den Fernseher können wir uns nehmen. Und der Ersatzschlüssel ist in der Schublade. Okay, Haus steht leer, von daher ist es ja eigentlich perfekt für uns. Wir haben ja so ein Tablet. Und hier können wir auch alles machen, was wir wollen, uns die Grafik anpassen. Geräusche, Sounds, die Einstellungen. Ne? Hier haben wir jetzt Haupthand, Rechtshänder, Linkshänder, was wir wollen. Wie wir das Auto steuern wollen, ob wir jetzt wirklich mit der Hand steuern wollen oder einfach mit einem Touchpad können wir machen. Tablet skalieren, dann können wir es kleiner oder größer machen. Kriechen können wir kalibrieren, also wenn wir wirklich hier so unten sind. Ja, Gameplay, Hard Mode und so weiter. Also ist echt viel, was man hier einstellen kann. Wir können Skills freischalten, da habe ich jetzt noch nichts gemacht, weil wir auch noch nichts haben an verbleibenden Skillpunkten. Und ja, das war es eigentlich auch erstmal. Ich spiele momentan noch mit dem alten Patch, also das Spiel erscheint ja für mich jetzt morgen am 12.11. und wir haben den 11.11. heute. Und ja, der Performance-Patch ist noch nicht erschienen, da gibt es noch ein paar Probleme, also das Spiel ist ziemlich hardwarehungrig momentan noch. Aber ja, ich habe jetzt natürlich auch einen neuen Rechner, von daher ist es also für mich jetzt flüssig. Trotzdem braucht das echt viel und da arbeiten die Entwickler noch dran und ja, das mal so hierzu zu dem Thema. Und ja, hier haben wir so ein Inventar. Das habe ich beim ersten Mal geklaut. Das ist ein Toaster. Das kann ich. Müssten wir ja eigentlich verkaufen können, ne? Lass uns mal kurz hoch zu diesem Computer, ob wir den verkaufen können. So. Rent a Sock. Sock Live. Ne, wie verkauft man die Dinger? Das muss ich jetzt echt mal wissen. Ich habe eine Pfanne verkauft, geklaut und diesen Toaster. Ja, hier haben wir immer einen Rucksack, da können wir unsere Ware immer reinpacken. Toaster. Gewicht 1. $30 wert. Jetzt hier nichts zum Verkaufen, ne? Machen wir mal weiter. Black Bay. Würde der sagen, dass wir hier was verticken können, oder? Ah, okay. Da müssen wir was zusammensetzen. Also wir brauchen noch einen Topf. Ist wahrscheinlich immer das, was irgendwie gesucht wird, vielleicht. Okay. Dann packen wir uns das wieder rein. Also wenn man sich das nimmt, hält man das an dem Rucksack, dann vibriert der Controller. Und dann kann man eigentlich loslassen. Meistens funktioniert es so, wie jetzt. Okay. So. Gehen wir noch mal ganz kurz an diese Werkbank.
Und da zum Schrank möchte ich auch nochmal. Um euch das mal zu zeigen. Aber hier ist momentan nichts. Okay, Begutachtung Stufe 2. Brauchen wir noch nicht. Okay, das kostet das was, wenn wir das jetzt da reinpacken? Oder ja, ich denke schon, ne? Nee, brauchen wir nicht. Okay. Dann nichts hier raus und dann wollen wir den Auftrag mal. Geh zu deinem Auto, machen wir. Go hawk your loot at the pawn shop first. You'll need empty pockets at Greenview 109. Okay, und wie gehe ich zum Pfandhaus? Ist egal. Wird uns wahrscheinlich gezeigt, wie wir zum Pfandhaus kommen. Autofahren ist nicht so wirklich toll. Also Motion Sickness anfällig definitiv. Pfandhaus. Ah. Okay, da brauchen wir nicht hinfahren. Aber wenn wir unsere Sachen geklaut haben, dann müssen wir immer abhauen und wahrscheinlich auch irgendwann mal vor der Polizei. Und ja, das ist dann ein bisschen schneller. Und nicht ganz so toll. Aber sind ja nicht alle Motion Sickness anfällig. Welcome back. Der sieht aber gefährlich aus. Komm, wir geben dem die Sachen. Der haut uns sonst. So. Zack. It's time for Greenview 109. So, dann haben wir noch. Wir haben noch eine Taschenlampe. Die behalten wir, aber die verkaufen wir nicht. Taschenlampe war ganz cool. Danke. Große Gegenstände können wir da hinpacken. Kann ich die Tür... Ah, okay. Auch ganz cool, dass man so ganz locker bewegen kann. So, rein da. Greenview Street. Okay, ich muss jetzt mal schauen, wie wir da hinkommen. Boah, Drehzahlbegrenzer. Ah, okay, da hinten. Okay, wir sollten nicht direkt vor dem Haus parken. Suchen wir uns mal ein abgelegenes Plätzchen. Und gehen zu Fuß dahin, würde ich sagen. So, parken wir hier einfach mal. Guck mal auf Fenster. Tür zu machen, komm. Nicht, dass uns nachher noch die Karre hier geklaut wird. Also echt eine üble Nachbarschaft hier. So. Da das eh immer leer sein sollte, sollte die Gefahr jetzt nicht zu groß sein, erwischt zu werden. Aber trotzdem sind wir vorsichtig. Wir gehen jetzt mal hinten zum Zaun. Das wurde uns ja gesagt, dass da was kaputt ist. Und hoffentlich habe ich jetzt noch meine Brechstange. Nein, die habe ich nicht. Die habe ich eben auf jeden Fall gehabt. Ah, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir es auch so hin. Stange. Das wäre jetzt übel. Da ist er doch. Da ist er doch. Okay. Wir waren vorsichtig. Schauen mal rein. Kann uns natürlich auch jeder jetzt gesehen und gehört haben. Waren ja auch nicht gerade leise. Sind die Fenster zu? Okay. Wir können die auch einschlagen. Glasschneider wäre natürlich cool. Wir können die auch einschlagen, aber dann machen wir natürlich auch Krach. Wir gucken jetzt mal, wie wir so reinkommen. Da liegt der Schlüssel. Und mal hier dran. Schau mal, ob die Tür zu ist. Ich
geschlossen. Okay. Komm, wir wollen noch irgendwas klauen. Schnell. Und jetzt hauen wir schnell ab. Wir haben einen Schlüssel. Ach du Scheiße. Okay. Ach, der kann uns doch gar nicht gesehen haben. Mann, sind wir schlecht. Das gehen wir jetzt aber nochmal besser an. Zu. Fernseher mit beiden Händen packen. Ja, wir können natürlich. Okay, also das hat jetzt keiner gehört, ist natürlich auch gut. Da ist Kohle. Schön in den Rucksack rein. Wir räumen jetzt die ganze Bude hier leer. Okay, Pfanne. Man kann immer, wenn man was in die Hand nimmt und dann den Trigger drückt, sagt er einem, was das wert ist. Und ja, dann weiß man, okay, das kann man klauen. Hier ist noch ein Topf. Bringt alles Erfahrungspunkte und natürlich auch Geld. Nutzloser Gegenstand braucht man nicht. Okay. Wir können jetzt schon mal probieren, hier aufzuschließen. Weil Schlüssel haben wir ja. Okay. Schon mal nicht schlecht. Schauen wir hier, was hier noch drin ist. Das ist das Badezimmer. Und ja, ich habe auch im Badezimmer immer einen Müllbeutel, ja. Den lasse ich einfach da liegen und daneben lege ich immer Geld. Also das ist ganz normal. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Macht das auch so. Ist immer gut. So, aber ein schönes Versteck ist ja eigentlich immer hier, ne? Ja, da haben sie ein. Haben sie natürlich nicht dran gedacht, dass man da aufmachen kann. Okay, jetzt brauchen wir einfach nur die Tür schon mal aufmachen. Nehmen uns den Fernseher und dann verpieseln wir uns einfach. Der Fernseher ist richtig was wert. Also es ist ein 4K OLED, 70 Zoll. Also da kriegen wir richtig was für. Ich gehe zu meinem Auto. Und die Frau, die hat mich nicht gesehen. Hey Puppe! Willst du den Fernseher kaufen? Ne, ist ganz normal. Also Leute, ich ziehe hier gerade um. Ja? Die Bullen können mich mal. So. Schnell abhauen hier. Die kriegen mich. Hopf.
Hoffentlich nicht. Geil, sehr geil. Also das Spiel gefällt mir, auch wenn ich jetzt wieder nicht geschafft habe. Nee, das wird nichts geben. Also wir müssen ihn definitiv mit beiden Händen anfassen. Okay, warte mal. Und dann machen wir es anders. Ich stelle den jetzt hier hinten hin. Und park hier einfach oben. Ich stelle mich hier an der Straße und lade den dann ein. Glaube ich besser. So. Wird auch langsam dunkel. Ist weniger auffällig, wenn wir es so machen. Ah, boah, ist der schwer. So, zu. Bam, rein. Keiner gesehen, oder? Aber man muss natürlich auch lernen, wie das funktioniert hier, das Ganze. Ich hätte jetzt nicht ahnen können, dass sie eben da oben direkt stehen. Boah, ja, der hat nicht viel PS, der Wagen hier, also... Berge sind echt schwer für den. Und geschafft. Und wie in jedem Game wäre hier ein Koop-Modus echt genial. Wird natürlich nachher interessant, wenn man so viele Sachen kaufen kann und... Schaut mal, was wir hier alles noch holen können. Ein Glasschneider, Safeknacker-Werkzeug, Kletterhandschuhe, Dietriche, einfacher Dietrich, Elektropick und so weiter. Also ist einiges möglich. So, jetzt sollen wir auf Black Bay gehen. I set up a page on there for the TV. Go there and sell it. Elektronik, alter Fernseher. Verkaufen. Hey, good work. $60. Now, click on the Rent a Thug tab. Rent a Thug. Now here you can find a little extra work. I put one on there just for you. Ah, okay. The one with the dishes. Okay. Now drive back to 110 and break some dishes with the crowbar. Kriegen wir hin. Müssen wir uns aber einen kleinen Parkplatz suchen, oder? Ja, hier sollte es sein. Ausgang ist blockiert. Jetzt nicht mehr. So, jetzt schauen wir uns das Haus mal an. Okay, hier brauchen wir aber einen Dietrich. Können wir den direkt hier kaufen? Könnten wir den direkt hier kaufen? Dietrich? Ne, okay. Wir versuchen einmal ums Haus rumzukommen. Okay, laufen wir einmal zur Front. Man sieht ja auch gar nicht, wie man wirklich aussieht. Sieht man jetzt wirklich aus wie so ein Verbrecher? Ist jemand zu Hause denn? Okay. Wir sollen ja einfach nur was zerstören. Gucken uns aber jetzt erstmal an, ob irgendwo einer vielleicht schläft in irgendeinem Schlafzimmer oder so, aber hier ist auch nichts, ne? Okay.
Bevor wir es kaputt machen, checken wir mal ganz kurz, was hier zum Klauen gibt. Denn wenn wir schon irgendwas machen, dann wollen wir auch noch Geld verdienen dabei. Turnschuhe sind ja so mega angesagt. Aber ein nutzloser Gegenstand. Das hier auch? Ja. Also Anziehklamotten sind sowas von uninteressant hier in dem Spiel. Also was wäre jetzt, ist das ein Deo-Stick? Wäre vielleicht für Perverse interessant, die so einen gebrauchten Deo-Stick haben wollen. Kleine Schnüffler. Komm, geh mal rein damit. Haben wir hier noch einen Braten drin? Nein. Nutzlos. Ich kann mal vielleicht noch reinschauen. Also die Physik funktioniert echt super in dem Spiel, finde ich. Aber es ist auch nichts wert, oder? Nee. Okay. Dann haben wir eigentlich alles, würde ich sagen. Das ist die Eingangstür. Wir könnten hier nochmal probieren, ob da irgendwas drin ist. Geld. Ist auf jeden Fall schon mal besser, als das Geld einfach in ein Badezimmer zu legen. Da ging es raus. Okay. Great. Now, go buy yourself a DIY simple lockpick on Tools for Thieves. Dietrich kaufen. Ja, müssen wir aber wahrscheinlich zu Hause machen, ne? Scheiße, wir wurden gesehen. Sind da gerade Beweise? Müssen wir die eigentlich umbringen, oder? Aber ist weg. Komm, wir verziehen uns. Fahr nach Hause. Und hatten Gas. Ich würde sagen, einen Auftrag machen wir noch. Aber das Spiel gefällt mir. Lohnt sich. Und das gab es ja vorher als Flat Game und ich habe es noch nie gehört vorher. Also ich weiß auch nicht, ob es mir als Flat Game jetzt Spaß gemacht hätte, muss ich ehrlich sagen. Das dürfen wir auch nicht irgendwie dem auffällig sein und dem irgendwie reinfahren oder so. Erstmal schnell zum Pfandhaus, wieder die Sachen abgeben. Das ist bestimmt Dimitri, oder? Hört sich auf jeden Fall so an. Dimitri, ich habe wieder ein paar tolle Sachen für dich. Hier so ein Kessel, ja? Kann man Wasser drin heiß machen. $8, willst du mich verarschen? Also, Dimitri, ein Edelstahltopf. Kannst du Nudeln drin warm machen. Kannst du eine Soße drin machen. Also alles. Also da möchte ich mindestens $30 für haben. Junge. Hast Glück gehabt. Hast echt Glück gehabt. Aber du kannst schön falten. Deshalb bin ich dir jetzt auch nicht sauer. Und da haben wir noch eine Pfanne. Ja, war immer wieder nett, mit dir Geschäfte zu machen oder auch nicht. Wir gehen uns jetzt einen Dietrich kaufen. Dietrich. Benötigt Schlösser knacken 2. Ah, wir sollen ja auch den hier kaufen. Before you get yourself into trouble, try it on a training lock. I left one in the garage. Ah, du bist nett. Du bist ein netter Kerl. Kann man den jetzt auch hier so nehmen? Ne, okay. Wo hat er? Ah, da hat er eins liegen.
Ah, der bringt uns alles bei. Ich noch mal neue Poster hier. Also hier könnten wir eins von Pamela Anderson hinhängen. Das kommt weg, da machen wir Tupac hin. Hier Ice Cube. Das wird schon toll. So. Du musst den richtigen Winkel mit der Haarklammer finden und dann den Schließzylinder drehen. Je näher du am richtigen Winkel bist, desto mehr dreht sich der Zylinder. Ah, okay. Das ging eigentlich. War ganz in Ordnung. So, hier haben wir jetzt auch so einen Tagesablauf von den Bewohnern, wann die da sind und wann nicht. Und ist das jetzt die aktuelle Zeit? Also brauchen wir eigentlich nur noch ein bisschen schlafen, bis wir da sind. Das probieren wir mal. Du kannst hier schlafen. Ja, möchte ich auch. Ich möchte schlafen. Drei Stunden. So, die sind jetzt nicht zu Hause. Das heißt, wir könnten eigentlich mal hin, ne? Nur mit den Parkplätzen muss man hier echt. Ach, guck mal hier. Hier parken wir rückwärts ein. Nein, nein, nein. Wir sind zu weit. So. Schlafen, ich will nicht schlafen. Was haben wir denn jetzt hier? Notizen? Wir haben doch noch Zeit. Die sind doch jetzt nicht da. Ach nee, das ist unbekannt. Okay. Nicht zu Hause. Also wir haben zwei Bewohner. Ist das auch unbekannt oder sind die da? Also müssten wir eigentlich schlafen bis um 9, ne? Sind das immer Stunden? Ich hab keine Ahnung. Komm, wir geben einfach mal 9 ein. Perfekt, oder? Perfekt, perfekt, perfekt. So. Ja, wir haben schön eingepackt. Wir haben schön eingepackt. So, wie kommen wir jetzt? Haha. Dass uns auch keiner sieht, versuchen wir mal darüber zu klettern. Sollte auch möglich sein, oder? Sollte man meinen, aber da braucht man wahrscheinlich dann Kletterhandschuhe. Vermute ich mal. Schnell zu. So, jetzt checken wir mal kurz die Wohnung. Sollte aber keiner da sein. Okay, komm, wir machen es einfach. Wir sind mutig. Relativ einfach. Mit dem Dietrich. Das ist wieder ein Fernseher. Den könnten wir eventuell auch rausstellen, oder? Kann man den hier... Warte, jetzt probiere ich mal was.
Okay. Boah, das ist echt schwer. Och. Och, der nervt jetzt aber ein bisschen. Okay, komm, lass mal erstmal den Fernseher da, wo er ist. Wir sollen ja was an der... diese Schachtel klauen. Aber das Geld nehmen wir mit. Das leicht verdientes Geld. Okay, anders weggebackt scheinbar. So, jetzt wieder was für Dimitri. Okay. Keiner da, okay. Weiß nicht, was drin ist. Können wir die Schubladen noch checken kurz? Nur Klamotten. Ich dachte, könnte ich anziehen. Geht aber nicht. Mach die doch zu, mach die zu, komm. Okay, ist auch nicht zu gebrauchen. Dann können wir uns jetzt eigentlich um den Fernseher nochmal kümmern. Ein bisschen nervig. Der Fernseher ist geil. Alter, jetzt muss ich ja auch zum Rauskommen noch das Schloss knacken. Oh Mann, ey. Ich hab zu lange mit dem Fernseher rumhantiert, Mann. So, da ist der Fernseher wieder. Jetzt versuchen wir nochmal ganz schnell abzuhauen hier. Ohne Fernseher. Kann sich doch bestimmt irgendwo verstecken. Müssten eigentlich nur zum Haus kommen, ne? Nur zum Haus kommen. Zum Haus, zum Auto. Und dann hier rechts hoch, oder? Wir versuchen abzuhauen. Ja Leute, ich würde sagen, wir beenden jetzt auch hier das Video. Also zum kleinen Fazit kann ich sagen, ich finde das Spiel echt genial. Also macht Spaß und es wird mit Sicherheit auch immer wieder aufwendiger. Und wenn wir sehen, was wir so alles
freischalten können, was für Werkzeuge man benutzen kann. Und ja, das wird natürlich nachher erst interessant, wenn man immer mehr Werkzeuge hat und man kann schauen, wie man in welches Haus reingeht. Und ja, das war jetzt natürlich noch laienhaft, aber wir sind ja auch so ein Gauner, sieht man ja auch in unserem Auto. Wir sind ein Gauner, der noch lernen muss und vielleicht kriegen wir dann irgendwann einen Lamborghini. Ja, Leute, also ich kann das Spiel bisher empfehlen und erscheint morgen. Und ich bin gespannt natürlich auf ein weiteres Update, das die Performance natürlich so ein bisschen verbessert. Es ist natürlich echt hardwarehungrig, das Ganze. Und, aber da werden die mit Sicherheit noch dran arbeiten. Ich finde es cool. Also meine persönliche Meinung ist, das ist echt ein geiles VR-Game. Und ja, das wäre es eigentlich von meiner Seite aus. Da gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Ihr habt ja gesehen, was das Spiel so bietet. Und ja, wie blöd ich mich teilweise wieder angestellt habe. Ja, wie immer, wenn euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Like freuen. Und ja, falls ihr mir noch kein Abo dagelassen habt, lasst mir doch bitte ein Abo da, würde mich echt freuen. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.